Mit dieser Voraussetzung beginne ich mit einigen Fragen. Die erste ist, warum besteht Lukács in seinem postum veröffentlichten Werk darauf, ein so ungewöhnliches Thema zu behandeln, nämlich die mögliche Formulierung einer Ontologie auf der Grundlage der Schriften von Marx? Warum besteht er darauf, bei einer Frage zu verweilen, die fatalerweise selbst von seinen geliebten Jüngern mit großem Befremden aufgenommen werden würde? Eine Frage, die von allen Seiten sofortige Ablehnung hervorgerufen hat und weiterhin hervorruft, Missbilligung in limine von denen, die behaupten, an solchen Fragen interessiert zu sein, die sich für unzulässig halten würden. Also warum auf diesem exotischen Problem bestehen? Bei dem Versuch, diese Fragen zu beantworten, muss man zuerst anerkennen, dass das 20. Jahrhundert, etwas, was bis ins 21. Jahrhundert fortdauert, das Denken von Marx vom soziologischen Standpunkt aus aufgegriffen bzw. in Angriff genommen hat, ohne sich zu fragen, ob es mit einer solchen Herangehensweise vereinbar ist. Hier kommen wir, diese erste Annahme führt zu einer zweiten. Das können wir etwas wie zeitgenössischen Unkritizismus im Allgemeinen nennen, wonach die Wissenschaftlichkeit auf einer Art gnosiologischer Grundlage beruhen muss. Zum Beispiel Erkenntnistheorie, Logik oder Epistemologie. Eine dieser. Offensichtlich geht es hier nicht darum, den langen, verschlungenen intellektuellen Weg des Autors fortzusetzen. Gestützt auf das Zeugnis von Nicolas Tertullian komme ich zu der Einschätzung, dass die intellektuelle Entwicklung von Lukács ein einzigartiges Bild von der Entstehung und Entwicklung einer Persönlichkeit unter den turbulenten Bedingungen eines Jahrhunderts bietet, das nicht weniger einzigartig ist wegen seiner Komplexität und des dramatischen Charakters seiner Geschichte. Ich möchte ergänzen, statt dramatisch würde ich sagen tragisch eher. Hervorzuheben ist der enorme Anspruch des Autors, das unterstütze ich, an sich selbst, der Anspruch an sich selbst, der trotz der immensen theoretischen Einsamkeit, der seiner Arbeit gezwungen war, nie in Arroganz oder Pedanterie, in Selbstbeiräucherung oder Selbstüberschätzung ausartet. Das muss ich hervorheben. Die Anerkennung des Charakters seines Lebensweges, insbesondere in intellektueller Hinsicht, ist ein Element, das uns ermöglicht, die Gründe besser zu verstehen, die ihn dazu brachten, sich in seinen letzten Lebensjahren fieberhaft einem weitreichenden philosophischen Unternehmen zu widmen und sich mit kristallisierten Positionen innerhalb und außerhalb des sogenannten marxistischen Lagers auseinanderzusetzen. Die Lukács' Teilnahme in die Ontologie, an der Ontologiedebatte, das älteste der philosophischen Probleme, ist keineswegs das Ergebnis persönlicher Neigungen oder akademischer Neigungen, die ja normalerweise passieren in der Akademie, die Mode oder weiter. Im Gegenteil, sie geht auf die Erkenntnis zurück, dass eine Reihe grundlegender theoretischer Fragen, zum Beispiel aus einer neuen Perspektive behandelt werden sollte. Die Widrigkeiten seiner Zeit stellten den ungarischen Denker vor die enorme Aufgabe, zum Werk von Marx zurückzukehren, um die aktuellen theoretischen Perspektiven neu zu formulieren und Antworten auf die Fehler zu finden,
die durch die stalinistische Vulgata verursacht wurden, die fast alle Versuche eines theoretischen Verständnisses der Phänomene des 20. Jahrhunderts beherrschte. Also und noch beherrscht, sowie auf die schwerwiegenden Verzerrungen, die sie in der Rezeption des Marx'schen Werks verkündet. Aus diesem Grund stellt das letzte große philosophische Werk von Lukács, eine Ontologie des gesellschaftlichen Zeitalters innerhalb der Geschichte des Marxismus, einen Sonderfall dar. Da es von dem gemeinsamen Kern abweicht, auf dem das Werk von Marx im gesamten letzten Jahrhundert verstanden wurde und auch zum Teil noch heute. Aber sie weicht auch und vor allem von der Art und Weise ab, wie die Tradition und zeitgenössischen Strömungen das ontologische Problem im Allgemeinen behandelt oder abgetan haben. Vor allem Heidegger, aber auch Hartmann. Gut, das hervorzuheben. Alle, die sich für das Spätwerk von Lukács, insbesondere für die Ontologie des sozialen Seins interessieren, wissen, dass es sich dabei um ein umfassendes Werk handelt, dessen richtiges Verständnis und Interpretation trotz Bemühungen mehrerer Reden immer noch unvollendet ist. Es gibt Anhänger in Brasilien, hauptsächlich der Ontologie. Ich habe Zweifel in Bezug auf dieses Problem. Die Komplexität des Themas an sich stellt bereits eine Herausforderung dar, die oft unvermeidlich erscheint und die durch Erleichterung und Pluralisierung nicht aufgehoben werden kann. Im Gegenteil, sie erschweren noch mehr die unvermeidliche Aufgabe, sich mit der engen und nicht selten problematischen Argumentation auseinanderzusetzen, die der Autor mit Sorgfalt und Strenge vorzubereiten versucht hat. Gut daran zu erinnern, dass dieses Werk nicht der Publikation bestimmt ist, wurde damals. Er hat nicht versucht, das neu zu verlegen. Er hat versucht, einige Punkte wieder neu zu schreiben, den Prolegomena zum Beispiel. Ich möchte hier einige Aspekte hervorheben dieses Werkes in Bezug, direkt in Bezug auf Marx. Das heißt, wie hat der Autor Marx wieder aufgenommen oder den Nachlass von Marx bearbeitet? Die Hauptaspekte der Marx-Forschung werden explizit dem ihm gewidmeten Kapitel der Ontologie. Das ist Teil des sogenannten historischen Teils der Ontologie. Obwohl man ihre Präsenz im gesamten Werk deutlich erkennen kann. Aber genau in den Momenten, in denen Lukács dem Problem der grundlegenden ontologischen Grundzüge des gesellschaftlichen Seins und der Bestimmung der Besonderheit des Menschen, des Marxischen, der methodologischen Bedeutung von Marx beimisst. Gerade an diesem Punkt besteht die Grundbedeutung der von Lukács entwickelten Analyse nicht nur in der direkten Kritik an den Grundlagen der gegenwärtigen Wissenschaftlichkeit, was ja sehr wichtig ist in den Sozialwissenschaften und Geisteswissenschaften, sondern insbesondere in der Kritik dessen, was die gesellschaftliche Determination ausmacht, sozialen Determination, die zu den Tendenzen des philosophischen Feldes führt. Die Frage des Seins sehr oft diskreditieren in Bezug auf ontologische Fragen. Dennoch sei die gnosiologische Perspektive nicht in der Lage, die soziale Basis zu identifizieren, auf die sich die Grundlagen stützen. Gnosiologie und Logik neigen dazu, die methodischen Elemente in der Wissenschaftlichkeit, vor allem im Bereich der Sozialwissenschaft, unkritisch zu kanonisieren und werden dadurch unfähig, die soziale Genese und Funktion der vorherrschenden Gedanken zu ermitteln. Ignoriert nicht nur die soziale Verankerung wissenschaftlicher Theorien,
sondern trägt häufig auch dazu bei, die Schwierigkeiten beim Verständnis der sozialen Quellen des Wissens zu vertiefen. Dieses letzte Thema steht in der von Lukács entwickelten Form in direkter Beziehung zu den marxischen Positionen zum Thema. Marx versäumt es bekanntlich nicht, sich gegen die ökonomischen Theorien seiner Zeit zu wenden. Aber diese Opposition und Kritik erfolgt nicht durch alternative Modelle oder neue Methoden oder neue Methoden, die gnoseologisch definiert und vorher organisiert werden. Selbst bevor der Forscher in Kontakt mit dem kommt, was er untersuchen will. Wie Lukács betont, ist die marxische Dialektik keine Anwendung der dialektischen Methode auf das Verständnis der ökonomischen Komplexe, sondern die Erhellung, ideale Erfassung, in Anführungszeichen, der Dialektik der Sache selbst. Kurz gesagt, die Enthüllung der Bewegung und der realen Gliederung des Kategorienkomplexes der ökonomischen Sphäre. Erst wenn man die effektiven Verflechtungen der wirtschaftlichen Realität erfasst hat, ist es möglich, die theoretischen Grenzen der politischen Ökonomie aufzuzeigen, der klassischen politischen Ökonomie aufzuzeigen. Die Erläuterung der authentischen Prozesse des gesellschaftlichen Seins ermöglicht es aufzuzeigen, wie wichtige Denker der Wirtschaftswissenschaft in verschiedenen Situationen unkritisch den Standpunkt der Akteure der kapitalistischen Wirtschaft einnehmen. Bezugnahme auf das analytische Verfahren von Marx ermöglicht es Lukács, eine Kritik an der Vorherrschaft der gnoseologischen und ontologischen Tendenzen, also beide ontologische Tendenzen, bei Heidegger und Hartmann, zu üben, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aufkam. Diese Kritik erfolgt durch die Konstruktion einer authentischen Ontologie des sozialen Seins, das ist Untertitel, die durch die vom marxischen Denken geförderte Beugung ermöglicht, wird ermöglicht. Lukács verweist auf die Notwendigkeit, zum Sein genauso zurückzukehren und betont, ein anderer Punkt, den ich hervorheben möchte, die Bedeutung des Alltagslebens für den Aufbau einer authentischen Ontologie oder der Konstruktion, der Aufbau einer authentischen Ontologie. Also die Anerkennung des alltäglichen Lebens als Ausgangspunkt, bereits in dem Werk Die Besonderheit des Ästhetischen, ist ein zentrales Element seiner Argumentation. Also, die Ordnung des Lebens, in Anführungszeichen, hat eine tiefe Beziehung zur Ordnung des Seins. Tatsächlich und de facto konnte seiner Ansicht nach das alltägliche Leben ohne das unmittelbare Erkennen von und in Bezug auf das Sein gar nicht bewusst werden. Also das unmittelbare Erkennen des Seins. Das ist sehr deutlich in seinen Gesprächen mit Abendroth. Und andere Interviews, die er gegeben hat, 1966, wenn ich mich nicht täusche. Die Rückkehr des Denkens in den Alltag hat den Charakter einer ersten Begründung der ontologischen Position, da die Praxis selbst Handelnden eine unmittelbare Beziehung zum real existierenden Sein hält. In Lukács Worten, das ist in der Agie des sozialen Seins, in der Ausgabe von der Boitempo von 2012, prosaische irdische Intellekt des Alltags, der sich aus der Alltagspraxis nährt, kann manchmal auch das Gegengewicht zur entfremdeten Sichtweise der Wirklichkeit in den höheren Sphären bilden. Anführungszeichen. Also Ende des Zitats. Ein dritter Punkt
spielt mit den Kategorien. Ja, Kategorien. Eine Frage, die sie auch bei den brasilianischen Lukács-Theoretikern nicht genügend untersucht wird. Deshalb bringe ich das hier in dieser Präsentation. Eine wichtige Abteilung der Philosophie, ein Teil der Philosophiegeschichte wird von Debatten dominiert über die Kategorien wie Notwendigkeit, Möglichkeit und Kontingenz. Das haben wir gesehen in der Präsentation von Professor Joanton und Dauner über Bloch, wie diese Kategorien in den Kategorien, in den Gedanken von Bloch anwesend sind. Im Falle von Lukács sind sie auch anwesend. Er arbeitet mit Kategoriepaaren, auch in Bezug auf das Verhältnis von Teleologie und Kausalität, was grundlegend ist bei seiner Reflexion aufgrund von Marx. Selbst bei Hegel, sagt er, bei dem die Analyse der Kategorien ein höheres und ontologisch präziseres Niveau annehmen, kurz zu erklären, als bei anderen Denkern, zeigen seine Ausarbeitungen gerade wegen der Vorherrschaft der logisch-gnoseologischen Behandlung deutliche Grenzen und Unzulänglichkeiten auf. Die eigentümliche Verbindung zwischen der logischen Behandlung und der Erfassung der Wirklichkeitskategorien gipfelt bei Hegel, laut Lukács, in einer sehr allgemeinen Darstellung der kategorialen Beziehungen, die das Problem der Bestimmung der spezifischen Unterschiede, das ist nämlich der Punkt für Marx, und Lukács versucht, das zu folgen, dem zu folgen, er versucht, diese Linie zu verfolgen, der spezifischen Unterschiede hier in der Art und Weise der Verwirklichung der Kategorie und der Modalität mit Modalkategorien in den verschiedenen Seinsstufen auflöst. Organische Natur in Bezug auf die Gesellschaftlichkeit. Nach Lukács kann die Lösung des Problems der Unterscheidungen zwischen den Kategorien nicht durch die ausschließlich logische Anordnung der kategorialen Gliederungen gegeben sein. Das ist ein wichtiger Punkt und zeigt die große Herausforderung, die Lukács sich selbst gestellt hat. Er war schon alt, seine Gesundheit war nicht mehr die beste. Und er war isoliert in seiner Wohnung in Budapest. Das heißt, er hat eine Reihe, er steht einer Reihe von Problemen im philosophischen Bereich, insbesondere in modalen Kategorien. Und die Lösung kann nur durch die von Marx hinterlassenen Hinweise gefunden werden. Also der Nachlass von Marx. Also sehen Sie, Lukács bearbeitet den Nachlass des Werkes von Marx mit Berücksichtigung der Tatsache, wie dieses Feld, des Beitragsfelds in Bezug auf die Begriffe, die wenigstens potenziell eine Lösung anbieten für verschiedene Dilemmata unserer Zeit, die nicht gelöst worden sind bis dato. Wenn er das zeigen kann, ob er das zeigen kann, ist eine andere Frage. Aber die Probleme, die er dort aufstellt, müssen berücksichtigt werden in ihrer Komplexität. Er behandelt diese Probleme. Darüber hinaus ist er der Meinung, dass die richtige
Wiederbelebung des Marxismus, was wichtig ist für ihn. Das heißt, er widmet sich am Ende seines Lebens diesem Werk, um für diese Wiederbelebung, dieser Renaissance des Marxischen Werks beizutragen. Es passiert simultan eine Neupositionierung des Problems der Kategorien. Man muss also das Problem der Kategorien wieder aufwerfen im ontologischen Feld und hauptsächlich im logischen Feld, im Feld der Logik. Der Sinn des Alltagslebens, das möchte ich wieder aufnehmen hier, das ist ein grundlegender Aspekt, das findet man in den Prolegomena in der Ausgabe von der Tempo von 2010. Der ontologische Vorrang der Praxis gegenüber der bloßen Betrachtung der wirksamen Wirklichkeit, wie energisch sie auch immer auf das Sein ausgerichtet ist. Es soll sich an dem Sein orientieren. Die Praxis, die primäre und sekundäre Teleologie, teleologische Setzung, primäre und sekundäre, bei den brasilianischen Direktoren, so dass sie nur das Kapitel der Arbeit lesen und fertig. Und sie haben, oh, ein Aha-Erlebnis gehabt. Nein, so ist es nur, nicht nur so kann das Werk beitragen. Also, die Praxis erscheint als die eigentliche Grundlage des Seins und des Werdens des Menschen, der Menschen. Sie ist die Instanz, in der sich die gesamte Bewegung des sozialen Seins abspielt. Und gerade deshalb ist es das Schlüsselelement für ein authentisches Verständnis der Dynamik dieser spezifischen Seinsform. Also, auch in den Prolegomena, von der Tempo veröffentlicht, vereinigt die marxische Lösung, Zitat, Komplexe, die in der Philosophie so oft getrennt gedacht werden. Doppelpunkt. Objektive Realität und intellektuelles Weltbild sind untrennbare Momente auf ontologischer Ebene eines letztlich einheitlichen Prozesses. Er spricht nicht von Identität, Subjekt, Objekt. Zwei Bewegungen, zwei Seiten einer selben Münze. Letztlich einheitlich und mit historischem Charakter. Das Bewusstsein in Bezug auf die Realität im Alltag oder in der Wissenschaft oder in der Philosophie wird also nicht einseitig als ein konstituierter Gedanke über etwas verstanden. Dieser Aspekt ist zwar ein realer Moment des Denkprozesses, aber jedoch nur ein Teil eines prozessualen komplexeren Ganzen, da er notwendigerweise in soziomenschlichen Aktivitäten verankert ist, in die zwangsläufig mündet. In diesem Sinne ist es gut, an die Metapher zu erinnern von Lukács in der Präsentation, in der Vorstellung des Ästhetischen, die Eigentümlichkeit des Ästhetischen, indem er über das Alltagsleben spricht, spricht er von einem großen Fluss. Bevor er die Ontologie schreibt, also die Präsenz des Alltagslebens, er hat das gefunden und im Zentrum seiner Aufmerksamkeit, in das Zentrum seiner Aufmerksamkeit gestellt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in der Realität der sozialen Prozesse, im täglichen Leben, der Wissenschaft, in der Philosophie und sogar in der Religion gebildeten Vorstellungen von der Welt keine autonomen Gebilde sind, die mit einer eigenen Gesetzmäßigkeit ausgestattet sind.
Sie alle haben einen eminent sozialen Charakter und es ist völlig unmöglich, dass die philologischen Foren, dass diese Sphären umgeben und die Art und Weise, in diese Foren umgesetzt werden, völlig unabhängig von dem sozialen Auftrag funktionieren. Sowohl die Aufrechterhaltung aller statt durch die Bestrebungen der herrschenden Klasse bedingten Aktivität, als auch der Zustrom bedeutender Oppositionsbewegungen zum sozialen Mandat, sozialen Auftrag, bezieren analoge Mächte und soziale Gesetzmäßigkeiten. Das am Anfang. Das bedeutet nicht, dass die interne Dynamik der idealen Sphären in historischen, zum Beispiel Interaktionen, als passive Reflexion der sozialen Bedürfnisse oder durch eine Linearität funktioniert, die direkt mit dem Inhalt der Bedürfnisse und Anforderungen der von der Basis der Gesellschaft produzierte Prozesse ist. Die Natur dieser Grundlage mit ihrem komplexen und konfliktreichen Charakter lässt eine Vielfalt von Interpretationen und Aktionen zu, die mit relevanten Aspekten der Vergangenheit, der menschlichen Geschichte, mit traditionsbedingten Bedürfnissen oder mit akuten Problemen der heutigen Gesellschaft zusammenhängen können. Dass so unterschiedlich die Antworten und die von den Menschen aufgeworfenen Probleme auch sein mögen, der soziale Auftrag ist, um es mit Marx zu sagen, das vorherrschende Moment der sozialen Dynamik der Gesellschaft mit Formationen. Die Genese und die soziale Funktion des Denkens stellen in diesem Sinne, es gut das hervorzuhaben, keinen Determinismus dar, sondern lediglich die Abgrenzung, eine Determinismus, vielleicht ist das das Wort, ein Unterschied zu Bloch ist hier, sondern lediglich die Abgrenzung des Feldes möglicher Fragen und Antworten, die von den Individuen, Feld möglicher Antworten ist ganz wichtig bei der Anthropologie. Und diese Idee der möglichen Fragen eliminiert jeden Versuch, Lukács die Idee eines Determinismus zuzuschreiben. Also die Abgrenzung des Feldes möglicher Fragen und Antworten, die von den Individuen bei der intellektuellen Ausarbeiten der in unserer Gesellschaft aufgeworfenen Probleme, seien sie sozial oder natürlicher Art, erarbeitet werden. Lukács' Warnung erstreckt sich insofern auf die Gefahr, die authentische Bedeutung der Bestimmung des Alltagslebens als entscheidendes Moment der Ontologie des gesellschaftlichen Seins falsch zu verstehen. Das heißt, er macht auf die Notwendigkeit Aufmerksamkeit, die richtige Bedeutung des praktischen Charakters des Wissens zu verstehen. Das alltägliche Leben als Ausgangspunkt zu nehmen oder mit Marx zu sagen, die Praxis bedeutet nicht, dass man naiv gegenüber den Schwierigkeiten ist, die sich aus der dynamischen Komplexität der Bildung der Elemente des alltäglichen Lebens ergeben. Das heißt, behaupten, dass der Ausgangspunkt des alltäglichen Lebens nicht bedeutet, dass man Alltagsleben gegenüber passiv gegenübersteht. Das ist es nicht. Das sagt Lukács. Die aus dem Alltag stammenden Darstellungen können manchmal von naiven Vorurteilen bis hin zu eindeutig falschen Vorstellungen reichen, die in der Lage sind, die Wege des richtigen Verständnisses des Seins zu verzerren. Es ist also nötig, den Prozess ihrer Entstehung und die Art und Weise ihrer Konvolidierung kritisch zu betrachten, um eine Verabsolutierung oder Verewigung einiger ihrer Elemente und ihrer historischen Formen zu vermeiden. Doch
schließt die praktische Fundierung des Alltagslebens als Ausgangspunkt der Ontologie nicht aus. Denn in mehreren seiner Momente ist die Anerkennung, in Anführungszeichen, des Seins als Sein, also die aristotelische Stellung tatsächlich, ist unmittelbar präsent, wobei man erinnern muss, dass die ontologische Kritik diese kritische Methode auch in Bezug auf das Alltagsleben ständig mobilisieren muss. Das steht bei Lukács in Anführungszeichen als Zitat. Im Prinzip hätte ich noch 5 Minuten, aber ich werde 10 Minuten brauchen. Lukács hat in seinem Spätwerk genau erkannt, worum es in Marx' Kritik an Hegel schon in seinen ersten Schriften geht. In seinen ersten Marx-Schriften. Zum Beispiel die Anprangerung, dass also Rechtsphilosophie von Hegel 43, die Anprangerung, dass für letztere reale endliche Entitäten ersetzt werden durch Abstraktionen, Idealitäten, deren Wesen substantialisiert ist, also sie werden zu Substanz und die so zu Agenten oder Entifikationen, die nach ihrer eigenen Logik und ihren eigenen Zwecken handeln und die durch ihre interne, innere Notwendigkeit endliche Entifikationen hervorbringen. Vor allem als Verwirklichung und Bestätigung ihrer selbst, das heißt der Abstraktionen, Idealitäten. Sodass die Endlichkeiten ein notwendiges Ergebnis, sogar Produkte, Prädikate der emanzipierten Abstraktionen ist. Das in einer Interpretation des Werks von Hegel, Kritik an der Rechtsphilosophie. Lukács erachtete es in seinem endgültigen Werk durch die Errettung des Marxischen Denkens, zu den Dingen selbst zurückzukehren, als grundlegend für die Verwirklichung seines Vorhabens, Zitat, vor allem das hegelianische Erbe innerhalb des Marxismus untersuchen. Wenn jene Elemente der hegelischen Methode, die nicht vollständig ausgearbeitet und kritisch gereinigt worden sind, haben das Weltbild des Marxismus in wichtigen Punkten von seiner ursprünglichen marxischen Konzeption abweichen lassen. Also, sehen Sie, bei Lukács, weit davon entfernt, dass es einen materialistisch auf den Kopf gestellten Hegel gibt, haben wir es bei Marx schon in den Anfängen seines Wirkens, auch nach Einschätzung von Lukács, Zitat, einer scharfen Kritik der hegelischen, logisch-ontologischen, voraussetzungslosen Absicht zu tun, in der das Sein zugleich etwas jenseits des bloßen Seinsdenkens, zugleich aber etwas noch Bestimmtes, unbestimmt Gedachtes sein sollte. Hier aber, bevor Hegels Deduktionsarbeit beginnt, stellt sich notwendigerweise die Frage, kann das Sein tatsächlich existieren, sogar als Ein im Allgemeinen? Und es ist doch ohne objektive Bestimmungen gedacht. Und Lukács schließt, fragt Lukács, ne? Und Lukács schließt dann kategorisch mit folgenden Worten. Marx hat diese Frage schon sehr früh beantwortet. Er bezieht sich auf die erste Phase von Marx in einem radikal negativen Sinne. Ende des Zitats. Ich höre hier auf. Ich glaube, ich habe nur ein bisschen überschritten die Zeit. Ich danke mich erneut für die Einladung, für die Gelegenheit, ein bisschen von einem Lukács zu sprechen, der vielleicht unbekannt ist,
Für viele, für die Mehrheit. Und noch einmal möchte ich unterstreichen, die Freude unterstreichen, die ich spüre, heute bei euch hier zu sein und auch der Kontakt zu Deutschland. Vielen Dank. Ich bedanke mich für die Anwesenheit, Esther. Es ist immer sehr gut, dich zu hören. Wie es im Chat passiert ist, die Leute, die das kommentiert haben im Chat, du bist ja die größte Spezialistin für die Lukács, die wir heute in Brasilien haben. Es ist deshalb eine Ehre. Ich war ein bisschen ein komplizierter Student, aber wenn man anreift, weiß man, wie wichtig diese Ausbildung war bei dir. Ich möchte mich auch den Moment, die Gelegenheit nutzen, um dem DAD zu danken, der dieses Projekt unterstützt. Ich danke auch João Carvalho. Revolu Show und João Carvalho insbesondere, die uns geholfen haben, den DAD zu kontaktieren und emotional und produktiv unterstützt hat bei diesem Projekt. Und auch Claudia Dornbusch, die dolmetscht, die simultan dolmetscht hier. Und die es deshalb ermöglicht, dass wir hier zusammenkommen können. Und deshalb hat das Wort jetzt Dr. Dirk Braunstein, der als Betreuer Frieden hatte. Und diese Beziehung von zwei, wir haben also zwei brillante Forscher hier. Dirk Braunstein hat das Wort, Spezialist für Adorno, aber auch ein großer Kenner von Lukács. Und der heute mit uns zur Verfügung steht, um sich mit uns heute zu unterhalten. Und dann kommen wir zurück, wenn wir Zeit haben, auf Fragen und Antworten. Wenn die Referenten auch Fragen stellen wollen, können sie das auch gerne tun. Ja, herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch sehr für diese Einladung. Ich finde, ich habe das im Vorfeld schon mehrmals gesagt, die Idee zu dieser Veranstaltung so genial, dass ich mich frage, warum das all die Zeit gedauert hat, dass mal jemand realisiert hat. Ich weiß schon weshalb, weil das sehr viel Arbeit macht. Und ich bin wirklich sehr dankbar und froh, dass ihr, dass sie euch diese Arbeit gemacht haben. Ich finde die Idee ganz wunderbar. Meine Meinung ist sowieso, dass man die Frankfurter Schule, ein begriffliches Konstrukt, das man sowieso ad acta legen könnte, jetzt aber wirklich beiseite legt und von der Sao Paulo-Schule spricht, von der ich allerdings nur weiß, dass es das alles gibt, von der ich selbst aber aus Gründen, die wahrscheinlich jedem einleuchten, inhaltlich gar nicht viel mitbekomme. Also das ist die Sprachbarriere, das ist die Tatsache, dass das hier im Diskurs alle sagen irgendwie, ja, Brasilien, die sind in kritischer Theorie ganz vorne weg zurzeit. Die machen das nicht nur historisch, sondern ganz aktualitätsbezogen. Das stimmt bestimmt alles, aber keiner weiß eigentlich Näheres. Also man weiß ungefähr, wo die Zentren sind und so weiter. Das heißt, ich bin wirklich, froh, oder ich wäre froh, wenn das ein diese Veranstaltung hier insgesamt ein Auftakt sein könnte, dass sich dieses Verhältnis, man weiß nur voneinander, mehr aber auch nicht, grundlegend ändern könnte. Das vorweg. Ich werde jetzt über Adorno und Lukács sprechen, vor allem über Adorno. Das hat zwei Gründe. Den Text, den ich gleich vortrage, der stammt in der Hauptsache, ist das ein Kapitel aus meiner Dissertation und die ging nun mal über Adorno beziehungsweise dessen Ökonomieauffassung. Und ich interessiere mich vor allem wirkungsgeschichtlich in Bezug auf die Frankfurter Schule, ich komme nun mal vom IFS, für Lukács. Und wenn einleitend gesagt wurde, dass Lukács so etwas wie ein Wegbereiter der kritischen Theorie der Frankfurter Schule gewesen sei, kann ich das wirklich nur unterstützen. Und ich glaube, man macht sich gar nicht klar, dass eine Art kritische Theorie, wie wir sie heute kennen,
ohne Lukács überhaupt nicht denkbar gewesen wäre. Niemand anderes als Lukács hat den ganzen Marxismus überhaupt in die kritische Theorie gebracht. Also natürlich nicht er selbst, sondern die Rezeption seiner Werke. Davon bin ich jedenfalls überzeugt. Das war der interessante Teil vorneweg. Jetzt kommt mein Vortrag. In einem Gespräch mit dem Philosophen Iring Fetscher berichtet Ernst Bloch 1967, dass er und Lukács beide die Oktoberrevolution als eine Erfüllung betrachtet haben. Lukács noch mehr im theologischen Sinne damals als ich, so Bloch. Als theoretische Reaktion auf diese, wie Lukács sagt, endlich stattfindende Umwälzung erscheint 1923 Lukács' Aussatzsammlung Geschichte und Klassenbewusstsein, deren Adressaten unter anderem die Vertreter der orthodoxen Marx-Rezeption innerhalb der Zweiten Internationale um Karl Kautsky mit ihrer Dogmatisierung der marxistischen Geschichtsauffassung zu einem objektiven geschichtlichen Bewegungsgesetz waren. Mit dem Pathos eines frischgebackenen missionarischen Marxisten setzt Lukács dieser objektivistischen Anschauung seine Theorie entgegen, der zufolge sich der Arbeiter über sich selbst als Ware bewusst wird, indem er sich selbst und seine eigenen Beziehungen zum Kapital in der Ware erkennt und so in der Lage versetzt wird, die herrschenden Zustände zu überwinden. Das Telos der Weltgeschichte, die Erlösung der Menschheit, ist für Lukács zweifelsohne identisch mit der Emanzipation des Proletariats in der erfolgreichen Weltrevolution. Für Adorno ist die Rezeption von Geschichte und Klassenbewusstsein, wie für viele andere Intellektuelle seiner Zeit, ein zentrales Bildungserlebnis. Der Name Lukács ist für ihn längst kein Unbekannter mehr. Dessen Theorie des Romans, ihrerseits entstanden als Reaktion auf den Ausbruch des Ersten Weltkriegs und zuerst 1916 publiziert, hat Adorno nach eigenem Bekunden noch als Abiturient 1921 kennengelernt. Mit diesem Frühwerk, Theorie des Romans, einem geschichtsphilosophischen Entwurf, den er noch vor seiner Hinwendung zum Marxismus schrieb, wollte Lukács einer Epik den Weg weisen, der trotz fortschreitendem Verlust von Sinnhaftigkeit in der Moderne zu einer vernünftigen Veränderung des Bestehenden hinführt. Noch 1958, längst schon kein Anhänger Lukács mehr, wird Adorno über jene Schrift sagen, sie habe, Zitat, durch Tiefe und Elan der Konzeption ebenso wie durch die nach damaligen Begriffen außerordentliche Dichte und Intensität der Darstellung einen Maßstab philosophischer Ästhetik aufgerichtet, der seitdem nicht wieder verloren ward. Neben dem im Titel angezeigten Klassenbewusstsein sind es vor allem die Begriffe der zweiten Natur, des Warenfetischs, der Verdinglichung sowie der Totalität, die Lukács in Geschichte und Klassenbewusstsein ausgehend von der Marxischen Theorie für eine erneuerte Philosophie der Praxis zu nutzen sucht. In den Mittelpunkt seiner Gesellschaftskritik stellt er die Warenkategorie. Zwar habe es bereits in der Antike Waren gegeben, qualitativ neu, sei aber im entwickelten Kapitalverhältnis die Universalität jener Kategorie, die unterdessen die gesamte Wirklichkeit prägte. Erst als Universalkategorie des gesamten gesellschaftlichen Seins ist die Ware in ihrer unverfälschten Wesensart, so sagt Lukács, greifbar. Damit sieht er nun zugleich jenen historischen Moment gekommen, in dem eine die gesamte Wirklichkeit umwälzende Erkenntnis möglich geworden ist. Denn wenn die Warenform universal geworden ist, dann muss es auch möglich sein, durch sie die Totalität der Wirklichkeit zu denken, sofern das erkennende Subjekt selbst Warenform annehmen und sich also selbst erkennen könne. Dieses zur Ware werden, so Lukács, habe im kapitalistischen Prozess ohnehin der Arbeiter zu erleiden, dessen unmittelbares Sein ihn als reines und bloßes Objekt in den Produktionsprozess einstellt. Indem sich, sagt Lukács, diese Unmittelbarkeit als Folge von mannigfaltigen Veränderungen erweist, indem es klar zu werden beginnt, was alles diese Unmittelbarkeit voraussetzt, beginnen die fetischistischen Formen der Warenstruktur zu zerfallen. Der Arbeiter erkennt sich selbst und seine Beziehung zum Kapital in der Ware. Soweit er noch praktisch unfähig ist, sich über diese Objektrolle zu erheben, ist sein Bewusstsein, das Selbstbewusstsein der Ware oder anders ausgedrückt, die Selbsterkenntnis, die Selbstenthüllung der auf Warenproduktion, auf Warenverkehr fundierten kapitalistischen Gesellschaft. Soweit Lukács. Wenn nun also der Proletarier sich über sich selbst als Ware bewusst wird, werde bereits diese Selbsterkenntnis praktisch, weil jener sich als das identische Subjektobjekt, das Subjekt der Tathandlung, das heißt als eigentlicher Reproduzent der Gesamtgesellschaft erkennt. Die Selbsterkenntnis des Arbeiters als Ware
ist aber bereits, sagt Lukas, als Erkenntnis praktisch. Das heißt, diese Erkenntnis vollbringt eine gegenständliche, struktive Veränderung am Objekt ihrer Erkenntnis. Der objektive Sozialcharakter der Arbeit als Ware, ihr Gebrauchswert, das heißt ihre Fähigkeit, ein Mehrprodukt zu liefern, der wie jeder Gebrauchswert in den quantitativen Tauschkategorien des Kapitalismus spurlos untertaucht, erwache in diesem Bewusstsein, durch dieses Bewusstsein zur gesellschaftlichen Wirklichkeit. Der Spezialcharakter der Arbeit als Ware, ohne dieses Bewusstsein, ein unerkanntes Triebrad der ökonomischen Entwicklung, objektiviert sich dann selbst durch dieses Bewusstsein, indem aber die spezifische Gegenständlichkeit dieser Warenart, nämlich dass sie unter dinglicher Hülle eine Beziehung zwischen Menschen, unter der quantifizierenden Kruste ein qualitativer, lebendiger Kern ist, zum Vorschein kommt, kann der auf die Arbeitskraft als Ware fundierte Fetischcharakter einer jeden Ware, sagt Lukács weiter, enthüllt werden. In jeder tritt ihr Kern, die Beziehung zwischen Menschen als Faktor, in die gesellschaftliche Entwicklung ein. Auf diese Weise verbindet Lukács mit der Selbsterkenntnis des Proletariats Perspektiven von weltgeschichtlicher Reichweite, indem er sich die spekulative Überzeugung zu eigen macht, dass die Subjektivität des Subjekts in der Fähigkeit besteht, dem Dinglichen, dem, was ihm als an sich und außerhalb des Bewusstseins Bestehenden entgegentritt, sein An-sich-Sein zu nehmen, es zu idealisieren und zum Gewussten, zum Für-sich-Sein im Hegelschen Sinne zu machen, sodass am Ende alle Andersartigkeit aufgehoben und im Sinne des absoluten Wissens Wahrheit und Gewissheit identisch sind. Dieses bei Hegel als zu sich kommen der Idee begriffene Fortschreiten ist auf der letzten Stufe des objektiven Geistes das Fortschreiten des Weltgeistes, dessen vernünftiger und notwendiger Gang die Weltgeschichte ist. Das Proletariat, so schließlich Lukács Heilserwartung, werde das Telos der Geschichte mit Notwendigkeit herbeiführen, wenn erst durch es der objektive Schein zweiter Natur von der Gesellschaft abfalle. Der Begriff des Klassenbewusstseins ist allerdings bereits bei Lukács sehr problematisch, insofern damit die Existenz des Proletariats als Kollektivsubjekt unterstellt wird. Die Frage, wie die Proletarier zum Proletariat werden, beantwortet Lukács nicht wie Marx über die Stellung der Individuen zu den Produktionsmitteln, sondern vermittels der von Max Weber entlehnten Annahme einer anwachsenden Rationalisierung des Arbeitsprozesses. Das Schicksal des Arbeiters wird zum allgemeinen Schicksal der ganzen Gesellschaft, ist ja die Allgemeinheit dieses Schicksals die Voraussetzung dafür, dass der Arbeitsprozess der Betriebe sich in dieser Richtung, nämlich hin zur rationell mechanisierten Arbeit, gestalte. Denn die rationelle Mechanisierung des Arbeitsprozesses wird nur möglich, wenn der freie Arbeiter entstanden ist, der seine Arbeitskraft als ihm gehörende Ware, als ein Ding, das er besitzt, frei am Markte zu verkaufen, instand gesetzt wird, sagt Lukács. Und so triftig diese Annahme ist, so wenig folgt daraus jedoch, weder logisch noch historisch, ein Zusammenschluss der Proletarier zum Kollektivsubjekt, welches ein Bewusstsein seiner selbst im kapitalistischen Produktionsprozess erlangen sollte. Die logische Synthetisierung der Proletarier zum Proletariat gelingt Lukács nur dann, wenn er als Vermittlungsinstanz zwischen den Proletariern einerseits und einem als Kollektivsubjekt vorgestellten Proletariat andererseits die Kommunistische Partei setzt, die das Klasseninteresse bündelte und in ein unterstelltes objektives Gattungsinteresse überführte. Jedoch liegt die Problematik des Lukaschen Begriffs eines objektiven Interesses darin, dass dieser insofern zweideutig ist, als ein so zugerechnetes Klasseninteresse seinen Grund in realen sozialen Verhältnissen hat, also gesellschaftlich fundiert ist, als unterstelltes Emanzipationsinteresse jedoch auf geschichtsphilosophischen und anthropologischen Voraussetzungen notwendigerweise beruhen muss. Zu Recht wird bemerkt, das proletarische Denken nach Lukács sei also gar nicht das Denken des Proletariats, sondern das der Idee des Proletariats und folglich sei die praktische Konsequenz der Diktatur des Proletariats auch nicht die Proletarisierung des Staates, sondern die Verstaatlichung des Proletariats. Der für Adorno sehr wichtige Begriff der zweiten Natur wird von Lukács, der ihn wiederum aus Hegels Rechtsphilosophie übernimmt, bereits in der Theorie des Romans zur Bezeichnung eines naturhaften Scheins des gesellschaftlich Gemachten verwendet. Der Welt der von Menschen geschaffenen und ihm verlorenen Dinge, wie Lukács sagt.
In Geschichte und Klassenbewusstsein wird dieser Begriff weiter entfaltet zur Benennung des modernen Gesellschaftszustands, in dem die Menschen einerseits in ständig steigendem Maße die bloß naturwüchsigen, die irrational faktischen Bindungen zersprengen, ablösen und hinter sich lassen, andererseits aber gleichzeitig in dieser selbstgeschaffenen, selbsterzeugten Wirklichkeit eine Art zweiter Natur um sich errichten, deren Ablauf ihnen mit derselben unerbittlichen Gesetzmäßigkeit entgegentritt, wie es früher die irrationalen Naturmächte getan haben. Adorno ließ aus Geschichte und Klassenbewusstsein bereits eine Selbstbeherrschung des modernen Individuums heraus, was für die weitere Entwicklung seiner kritischen Theorie eine eminent wichtige Erkenntnis ist. An den Rand seines Exemplars von Geschichte und Klassenbewusstsein notiert Adorno: Der Mensch beherrscht sich. Mit der revolutionären Zügellosigkeit wird zunächst, wenn auch falsch, der wahren Charakter von der eigenen Produktivität abgeworfen. Für Adorno ist die Unterwerfung des Menschen unter gesellschaftliche Naturgesetze, das heißt unter selbstgeschaffenen Zwang, das entscheidende Moment dieser Analyse des umfassenden zur Ware Werdens. Adorno fasst das Ausmaß der Verdinglichung in der Folge noch konsequenter und das heißt radikaler als Lukács selbst. Er sagt, die Warenform als totale Verdinglichung, auch in der Erkenntnis und des Subjekts, lässt die allgemeinen Formen des Bewusstseins und der Vernunft grundsätzlich problematisch werden. Anders als bei Lukács müssen Bewusstsein und Subjektivität sich aber nicht an ihr eigenes und objektives, aber entfremdetes Wesen und Interesse halten, damit die Gesellschaft schließlich doch noch zu einer endgültigen rationalen Vernunft kommt. Bei Adorno müssen sich Subjektivität und Vernunft gegen sich selbst wenden und unmittelbar ihre eigene Kritik vollziehen. Und obgleich einige Autoren die Problematik der Verdinglichung als Zentrum seiner Gesellschaftskritik erachten, weist Adorno selbst in der negativen Dialektik von 1966 jedwede Theorie zurück, die sich einbildet, ich zitiere, an der Auflösung der Verdinglichung des wahren Charakters, den Stein der Weisen zu besitzen. Aber Verdinglichung selbst ist die Reflexionsform der falschen Objektivität. Die Theorie um sie, eine Gestalt des Bewusstseins zu zentrieren, macht dem herrschenden Bewusstsein und dem kollektiven Unbewussten die kritische Theorie idealistisch akzeptabel. Dem verdanken die frühen Schriften von Marx im Gegensatz zum Kapital ihre gegenwärtige Beliebtheit, zumal unter Theologen. Nicht entbehrte es der Ironie, dass die brutalen und primitiven Funktionäre, die Lukács wegen des Verdinglichungskapitels aus dem bedeutenden Buch Geschichte und Klassenbewusstsein vor mehr als 40 Jahren verketzerten, das Idealistische seiner Konzeption witterten. Dialektik ist so wenig auf Verdinglichung zu bringen, wie auf irgendeine andere isolierte Kategorie, wäre sie noch so polemisch. Worunter die Menschen leiden, darüber gleitet mittlerweile das Lamento über Verdinglichung eher hinweg, als es zu denunzieren. Das Unheil liegt in den Verhältnissen, welche die Menschen zu Ohnmacht und Apathie verdammen und doch von ihnen zu ändern wären, nicht primär in den Menschen und der Weise, wie die Verhältnisse ihnen erscheinen. Gegenüber der Möglichkeit der totalen Katastrophe ist Verdinglichung ein Epiphänomen, vollends die mit ihr verkoppelte Entfremdung, der subjektive Bewusstseinsstand, der ihr entspricht. Zitat Ende. Adorno übernimmt hier also nicht das authentische Individuum. Entfremdung und Verdinglichung hält er für einer kritischen Theorie der Gesellschaft unangemessene Begriffe und wendet sich gegen die philosophische Konzentration auf Entfremdung und Verdinglichung als eine modische Ideologie, die vor einer religiösen Indienstnahme nicht gefeit sei. Gegen den Kult um die Schriften des jungen Marx auf Kosten des Kapitals, gegen anthropozentrische Geschichtsauffassung und die sie begleitende schwammige Rhetorik des Humanismus. In einem Brief an den Philosophiehistoriker Wilhelm Alf warnt Adorno, Zitat, warnt er, dass man vorsichtig sein muss mit der Wendung zum jungen Marx. Es ist kein Zufall und keine Vergesslichkeit, dass er, also Marx, in seiner späteren Entwicklung auf den realen Humanismus nicht mehr ausdrücklich rekurrierte, sondern die anthropologischen Begriffe ganz und gar in die ökonomisch-dialektischen umgeschmolzen hat und nicht etwa eine positive Lehre vom richtigen Leben auskristallisierte. Ich bin der Letzte zu verkennen, dass in dieser Entwicklung selber sehr bedenkliche Elemente liegen, die in solchen Dingen wie der Fetischisierung der Produkte und ähnlichen russischen Grollen ihren Ausdruck finden. Aber der junge Marx dafür ist zu beliebt bei den religiösen Sozialisten und denen, die glauben, man müsse dem Sozialismus einen Sinn geben, der dann immer nur auf Ideologie hinausläuft. Sie verstehen mich gewiss richtig.
Allerdings übernimmt Adorno durch die Rezeption von Geschichte und Klassenbewusstsein nicht nur die originär hegelsche Konzeption von Totalität, von Verdinglichung und zweiter Natur, sondern er macht sich zunächst ebenfalls eine gewisse Arglosigkeit im Umgang mit der marxischen Terminologie zu eigen. So bestimmt Lukács an einer Stelle die Verwandlung der Arbeit als Ware als Ursache dafür, dass alles Menschliche aus dem unmittelbaren Dasein des Proletariats entfernt würde und kurz darauf den Arbeiter selbst als Ware, als bestenfalls ein mechanisches Triebrad in diesem Mechanismus der ununterbrochenen gesellschaftlichen Reproduktion auftreten zu lassen. Zwar kann sich die Behauptung, der Arbeiter selbst werde zur Ware, auf eine frühe Formulierung von Marx und Engels berufen, zu Recht allerdings bemerkt der Wirtschaftshistoriker Thomas Kuczynski, dass in dem Fall, treffe die Einschätzung aus dem Kommunistischen Manifest zu, tatsächlich entweder die Arbeit oder der Arbeitende verkauft werden müssten, während, wie Marx später mit seiner Kritik der politischen Ökonomie nachweisen wird, in der Tat aber keines von beiden, vielmehr die Arbeitskraft unterm Kapital zur Ware wird. Wenn also der Arbeiter tatsächlich, wie es Lukács erhofft, sich oder seine Arbeit oder beides zugleich als Ware durchschaut, so heißt das nichts weiter, als dass er die ökonomische Realität krass verkennt, dass er gerade nicht die grundlegende Vermittlung von Arbeit und Kapital sieht, die im Tausch der wahre Arbeitskraft gegen Lohn gründet. Lukács' sorgloser Gebrauch in der Verwendung des Ausdrucks wahre Arbeit, seine stillschweigende Gleichsetzung mit dem der wahre Arbeitskraft zeigt, dass er offenbar nicht eindeutig Marxens Unterscheidung zwischen Inhalt und ökonomischer Form der Arbeit nachzuvollziehen und damit nicht den spezifischen Charakter der kapitalistischen Warenproduktion respektive der Verdinglichung im marxischen Sinn zu bestimmen, in der Lage ist. Adornos Abkehr von Lukács, seine Entwicklung hin zu dessen Most Radical Antipode, wie es bei Martin Jay heißt, nimmt im Frühjahr 1925 ihren Anfang. Zu dieser Zeit weilt Adorno in Wien, um bei Alban Berg Kompositionsunterricht zu nehmen, und es kommt zu einer längeren Begegnung mit Lukács, dem marxistischen Lehrer, den ich, so schreibt Adorno an Berg, wie Sie wissen, sehr verehre. Die Unterhaltung zwischen Adorno und Lukács verläuft für mindestens jenen allerdings enttäuschend, denn sachlich, schreibt Adorno, war eine Verständigung unmöglich und das musste mir bei Lukács besonders schmerzlich sein, der geistig mich tiefer fasst als jeder andere beeinflusst hat. Über den Inhalt der Unterredung gibt Adorno in einem Brief an Siegfried Krakauer nähere Auskunft, den er kurz nach dem Treffen schreibt. Darin heißt es: Ich fühlte sofort in jenseits auch nur möglicher Beziehung und habe mich auch in dem mehr als dreistündigen Gespräch entsprechend verhalten und zurückgehalten. So war die Unterredung mehr Interview als Gespräch. Lukács desavouierte zunächst gründlich die Romantheorie, sie sei idealistisch und mythologisch, konzertierte ihr die Verinhaltlichung der Geschichte durch die marxische Dialektik. Auf meinen Einwand, die sei auch Idealismus, den er nicht recht fasste, erwiderte er einst, das Objekt werde ja geradezu durch die Dialektik mitgenommen und in seinem An und für sich erzeugt, was ich nie begreifen werde. Zwei, erst in der klassenlosen Gesellschaft werde die wahre Natur offenbar. Er bekannte sich zu Feuerbachs Anthropomorphismus, der nur die hegelsche Logik des Scheins außer Acht lasse. Das heißt, dadurch, dass Gott als geschichtliche Entität gewirkt habe, sei er wirklich. Grauenhaft. Einmal hat er mich erschüttert, sagt Adorno weiter, als er mir erklärte, in seinem Konflikt mit der Dritten Internationale seien seine Gegner im Recht, konkret und dialektisch, nur sei sein absoluter Ansatz der Dialektik gefordert. In diesem Irrsinn steckt seine menschliche Größe und die Tragik des Umschlags, so Adorno. Gerade die Idee von einer immanenten Dialektik in dem Gegenstand selbst mit folglich transsubjektivem Charakter kann Adorno nicht annehmen. Er wird daran festhalten, dass der Vorrang des Objekts nur in der Dialektik möglich ist. Dialektik ist kein an sich, ebenso wenig wie die Kategorie der Vermittlung. Zwar hänge, so Adorno weiter, die Möglichkeit negativer Dialektik ab vom Nachweis eines Vorrangs des Objekts, aber auch er kann für Dialektik kein absolutes Prinzip, keine Reprise des naiven Realismus sein. Er gilt einzig in der Verflechtung. Würde der Vorrang des Objekts unterm Triumphgeheul des Einverständnisses aus der Dialektik herausgebrochen und positiv gesetzt, so regredierte die Philosophie, wie in der späten Phase von Georg Lukács, auf das törichte Dogma von der Abbildung oder Widerspiegelung. So nochmal Adorno.
Im Gespräch zwischen Adorno und Lukács jedenfalls mischen sich bereits persönliche Aversionen und theoretische Differenzen beider Theoretiker, die nie wieder überwunden werden. An dieser Stelle lässt sich nicht nur der Keim der zukünftigen Ablehnung des ontologischen Realismus von Lukács ausmachen, sondern auch eine von Seiten Adornos stets aufrechterhaltende Kritik an Lukács Parteikonformismus. Noch im Wintersemester 1965-66, anlässlich einer Vorlesung über die negative Dialektik, kommt Adorno auf jene Begegnung mit Lukács zu sprechen und verdeutlicht an dieser Stelle zugleich die Differenzen zwischen seiner eigenen Position und der Lukács. Das lasse ich weg, weil das alles zu lange dauert. Es geht darum, es geht gegen Parteikonformismus seitens Lukács. Ja, wir haben noch Zeit. Na, dann lese ich es doch vor. Machen wir. Also, ja, danke schön. Danke für den Hinweis. Genau, die Vorlesung über negative Dialektik. Da sagt Adorno, also wir haben 65, 66, es ist nicht einzusehen, warum durch die Einsicht in den Zwangsmechanismus, der die Subjektivität und das Denken an die ihm gegenüberstehende Objektivität bindet und angesichts der Abhängigkeit, die besteht und angesichts der, ich möchte sagen, Logik der Tatsachen, die dann zu dem Triumph der Objektivität führt, diese nun auch notwendig recht behalten müsse. Es liegt daran ein Moment von Gewissenszwang, wie ich es am stärksten erfahren habe in der Auseinandersetzung mit einem hegelianischen Marxisten, nämlich in unserer Jugend mit Georg Lukács, der damals gerade einen Konflikt mit seiner Partei hinter sich hatte und in diesem Zusammenhang mir erzählt hat, seine Partei habe ihm gegenüber Recht, obwohl er der Partei gegenüber in seinen Gedanken und Argumenten Recht habe, weil die Partei eben den objektiven geschichtlichen Stand verkörpere, während sein, für ihn und der bloßen Logik des Denkens nach, fortgeschrittenerer Stand hinter diesem objektiven Stand zurückgeblieben sei. Ich glaube, ich muss Ihnen nicht erst ausmalen, was das bedeuten würde. Es würde nämlich einfach bedeuten, dass das Erfolgreichere, das sich Durchsetzende, das allgemein Rezipierte mit Hilfe der Dialektik den höheren Stand der Wahrheit hätte als das Bewusstsein, das die Scheinhaftigkeit davon durchschaut. Tatsächlich ist die Ideologie im Osten sehr weitgehend von diesem Motiv geprägt. Und es würde weiter darauf hinauslaufen, dass das Bewusstsein sich selbst abschneidet, sich die eigene Freiheit versagt und sich einfach an die stärkeren Bataillone anpasst. Das ist ein Akt, den zu vollziehen mir nicht möglich scheint. Soweit Adorno. Hier erweist sich Lukács als Apologet des Hegelschen Geschichtsverständnisses, des Durchsetzungsprozesses des Allgemeinen auf Kosten des Besonderen, des Identischen auf Kosten des Nicht-Identischen. Von Seiten Lukács schlägt Adorno anlässlich der Neuauflage der Theorie des Romans 1963 die Häme des Philosophen der Praxis entgegen, der dem Intellektuellen, der daran festhält, dass eine Theorie viel eher fähig ist, Kraft ihrer eigenen Objektivität praktisch zu wirken, als wenn sie sich von vornherein der Praxis unterwirft, zum Vorwurf macht, das Grand Hotel Abgrund bezogen zu haben, ein schönes, wie Lukács schreibt, ein schönes mit allem Komfort ausgestatteten Hotel am Rande des Abgrunds, des Nichts, der Sinnlosigkeit. Und der tägliche Anblick des Abgrunds zwischen behaglich genossenen Mahlzeiten oder Kunstproduktionen kann die Freude an diesem raffinierten Komfort nur erhöhen. Erwartbar verärgert zeigt sich Adorno ob dieses Vorworts, das, so schreibt er an Krakauer, mich aufs Törichste und Subalternste als Nihilisten anschwärzt. Wo soll ich denn wohnen, fragt er in einer Notiz, im Muff der Geborgenheit? Dem ziehe ich mein wackeliges Luxushotel vor. Sein Luxus aber ist nichts anderes als das Glück im Aussprechen der äußersten Negativität und eben das mit einem missgönnt. Die polemische Rede von der Geborgenheit, ein Wort, das Adorno nach dem Geschehenen, dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust, als obsolet, mehr noch als obszön erachtet, diese Rede von der Geborgenheit gemahnt an jene Fundamentalontologie, der sich Lukács Adorno zufolge bereits 1949 mit dem Aufsatz Heidegger Redivivus anverwandelt hat, indem er, Zitat, den Versuch der Vermittlung von Subjekt und Objekt, das Kernstück einer jeglichen Dialektik, das in der Marxischen Dialektik sehr wohl aufgehoben ist, diffamiere und aus Angst vor der Ontologie ins verdinglichte Bewusstsein zurückfällt. Lukács' Kritik sei ein Schulfall der Unzulänglichkeit transzendenter Kritik,
weil sie vorweg ein normatives Urteil über ihr eigenes Maß fällen muss. In diesem Fall, dass Idealist sei, wer das Sein vom Bewusstsein hervorgebracht denke, während der dialektische Materialismus seiner Maxime getreu den Standpunkt der Proletariat des Seins dem Bewusstsein gegenüber einnehme. Nein, seiner Maxime getreu den Standpunkt der Priorität des Seins dem Bewusstsein gegenüber einnehme. Mit der einseitigen Vorentscheidung zugunsten des Seins als Primäres wird, was als dialektische Vermittlung doch erst theoretisch nachzuvollziehen wäre, bereits als Alternative abgetan, aus der man entweder als Idealist oder als Materialist zu wählen habe. Sich voll und ganz auf die Seite des Objektiven zu schlagen und das subjektive Bewusstsein als peripher abzutun, heißt zugleich, so Adorno, das dialektische Prinzip selber zu verspotten, da ohne Subjekt, ohne das Moment der Reflexion und Negativität die Rede vom dialektischen Prozess sich hoffnungslos verfängt. Stattdessen verfalle Lukács einer Ursprungsphilosophie, das heißt eben jenem verdinglichen Denken, dem Lukács seiner Zeitengeschichte und Klassenbewusstsein so eindringliche Analysen gewidmet hat, so als sei die Rede von Dialektik im Materialismus, im Marxismus überhaupt nicht ernst gemeint. Ja, jeder Versuch einer dialektischen Ansicht vom Verhältnis von Subjekt und Objekt, die einzig mögliche Methode, theoretisch über die philosophische Verdinglichung hinauszugehen, verfällt dem Bannspruch. Adorno sieht Lukács ehemals unorthodoxen Marxismus an den parteioffiziellen Diamat verraten, die sachlichen Probleme werden von oben her zugunsten einer Doktrin entschieden, nicht durchdacht. Für Adorno verkörpert Lukács nunmehr, Zitat, die Fleischwerdung eines theoretischen Rückschritts infolge der Anpassung seines Denkens an die Forderungen der kommunistischen Orthodoxie. Gelegentlich des 1948 erschienenen Buchs Der junge Hegel von Lukács schreibt Adorno, von Lukács mittlerweile offenkundig endgültig enttäuscht, an Thomas Mann: Zu den trostlosesten Eindrücken gehört das große Hegelbuch von Lukács, das ich von Anfang bis Ende durcharbeitete. Man sollte so etwas an Verdinglichung des Bewusstseins bei dem kaum für möglich halten, der diesen Begriff geprägt hat. Da ist der heideggersche Essay zur Phänomenologie des Geistes in den Holzwegen beinahe noch Dialektik dagegen. Noch schärfer äußert sich Adorno zum gleichen Thema in einem Brief an Peter von Haselberg. Ad vocem Dialektik, so gibt es ja nun zwei sozusagen offizielle Äußerungen vom kommunistischen und faschistischen Flügel von Lukács, den Wälzer über den jungen Hegel, ein Schmarren, in dem die wesentliche Leistung des jungen Hegels darin gesehen wird, dass er Steuert und Adam Smith exerpierte und der sich sonst zwischen der parteiamtlichen Notwendigkeit, Hegel als großen Mann zu reklamieren und der ebenso offiziellen, ihn als von Marx widerlegten, nochmals zu widerlegen, ohne jede Grazie hindurchwindet. Damit verglichen zeigt das heideggersche Kapitel in den Holzwegen wenigstens die Anstrengung des Begriffs, während natürlich die Umwertung Hegels in einen Ontologen ebenso unsinnig ist wie der Versuch, das ökonomische Motiv als sein zentrales zu konstruieren. Eine weitere gewichtige Rolle beim Zerwürfnis zwischen Adorno und Lukács spielt dessen Buch Die Zerstörung der Vernunft von 1954, von dem Adorno sagte, in ihm manifestierte sich krass die von Lukács eigene. Unter anderem macht Lukács in diesem Werk Nietzsche als Begründer des Irrationalismus der imperialistischen Periode aus. Zitat: Nietzsches Position in der Entwicklung des modernen Irrationalismus ist teils durch die historische Lage zur Zeit seines Auftretens bestimmt, teils durch seine ungewöhnlichen persönlichen Gaben. Aus seiner spezifischen historischen Lage entstände für Nietzsche die günstige Gelegenheit, die Hauptprobleme des folgenden Zeitabschnitts im Sinne der reaktionären Bourgeoisie in mythischer Form aufzuwerfen und zu lösen. Lukács missachtet hier allerdings die Tatsache, dass Nietzsche bloß deshalb führender Philosoph der Reaktion sein konnte, weil diese ihn ins Gegenteil verfälschte, um ihn so zu ihrem Propheten bis hinunter zum Vordenker des Nationalsozialismus umzulügen. Statt sich auf die Seite dessen zu stellen, dem völkisches Deutschtum und Antisemitismus ein Graus waren, bringt es Lukács über sich, im herablassenden Ton, so Adorno, eines wilhelminischen Provinzialschulrats von Nietzsches nicht alltäglicher Begabung zu reden. Unter der Hülle vorgeblich radikaler Gesellschaftskritik schmuggelte er die armseligsten Klischees jedes Konformismus wieder ein, dem die Gesellschaftskritik einmal galt.
Nietzsche wird bei Lukács dergestalt eine nicht unbeträchtliche Begabung attestiert, um ihn daraufhin umso entschlossener in die Reihe derer zu stellen, gegen die er Zeit seines Lebens so konsequent wie erfolglos philosophierte. Offenbar kennt die Geistesgeschichte des 19. Jahrhunderts nur zwei Typen von Dichtern und Denkern, so Henning Ottmann in seiner Kritik der Lukács'schen Nietzsche-Kritik, die Apologeten des Kapitalismus auf der einen und die Anhänger des Sozialismus auf der anderen Seite. Lukács, in dieser Sache blind für dialektische Kehrseiten, muss den Antisozialisten Nietzsche also konsequent der Vernunft gegenüberstellen, die ihrerseits im hellen Licht von Demokratie und Fortschritt erstrahlt. Als Lucian Goldman Adorno Anfang der 1960er Jahre fragt, weshalb er Lukács, der ihm doch durchaus inhaltlich nahestehe, denn so entschieden angreife, antwortet ihm Adorno zu Person Lukács. Nicht habe ich zuerst einen scharfen. Entschuldigung, vielleicht wir können ein bisschen eine Atmung nehmen, ja. Weil unsere Dolmetscherin, sie ist ein bisschen super. So. Es geht ein bisschen sehr schnell. Er sagt, ich bin ein bisschen überlastet als Dolmetscherin, weil der abgelesene Text sehr rasant vor sich geht. Und ich bin viel zu schnell. Ja. Sehr schnell, ja. Es sind nur noch zwei Seiten, die lese ich in aller Ruhe und Langsamkeit. Perfekt. Sehr gut. Danke. Okay, ich zitiere also aus diesem Brief Adornos an Lucian Goldman. Zur Person Lukács. Nicht habe ich zuerst einen scharfen Angriff auf ihn gerichtet, sondern er hat mich attackiert und zugleich entstellt. Wenn Sie sich meinen großen Aufsatz aus dem zweiten Band der Noten zur Literatur, den Text Erpresste Versöhnung, ansehen, so werden Sie darin meinen Respekt vor eben den Arbeiten von ihm ausgedrückt finden, die auch Sie hochschätzen, und werden feststellen, dass ich diesen Respekt auch der Person zolle. Das kann freilich nichts daran ändern, dass ich das Spätere, vor allem auch das Buch über die Zerstörung der Vernunft, für reinen Schund halte. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da nicht übereinstimmen. Allerdings finde ich, dass diese Arbeiten, Sie werden mich recht verstehen, rückwirkende Kraft haben und auch vieles von dem Früheren empfindlich affizieren. So ist der Begriff der sinnerfüllten Epoche, der sich summarisch aus seiner Geschichtsphilosophie von oben her über all das Leiden der Menschheit in den Perioden geschlossener Gesellschaft hinwegsetzt, in gewisser Weise schon das Modell dessen an ihm, was man auch in seiner orthodox-kommunistischen Phase am ehesten Rechtshegelianismus nennen könnte. Ich übertreibe nicht, wenn ich Ihnen sage, dass mich die Erfahrung der frühesten Schriften von Lukács, vor allem die Romantheorie, wesentlich überhaupt zu Philosophie gebracht hat. Und das werde ich ihm gewiss nicht vergessen. Umgekehrt aber zeigen sich heute doch auch die Schranken dieser Arbeiten sehr deutlich in der Romantheorie, an der romantischen Laudatio Temporis Acta in Geschichte und Klassenbewusstsein, an der metaphysischen Glorifizierung der Partei als Weltgeist. Dieses Buch wird von Adorno in späteren Jahren nur mehr historisch wahrgenommen. In seiner Vorlesung Fragen der Dialektik, gehalten im Wintersemester 1963/64, weist er auf die Schrift als die wichtigste marxistische Publikation zu Hegel hin. Er sagt, es ist, und dieses Kapitel ist sehr interessant, der Versuch, ja, man könnte sagen, einer bis zum Äußersten getriebenen Hegelianisierung der marxischen Dialektik. Und es ist sehr merkwürdig, dass in diesem Buch also gerade der engste Zusammenhang von scheinbar idealistischen Thesen mit einer dem offiziellen Bekenntnis nach extrem kommunistischen Position sich verbunden hat. Lassen Sie mich gleich sagen, dass die Universalität, die in diesem Buch gerade dem Begriff der Verdinglichung abgewonnen ist, und die Übertragung der Problematik des Verdinglichungs- und Entfremdungsbegriffs auf die gesamte Erkenntnistheorie etwas eminent Fruchtbares ist. Und dass wohl kaum jemand über Fragen der Dialektik ernsthaft nachdenken kann, der das nicht einmal erfahren hat, was in diesem Buch von Lukács mit dem Begriff der Verdinglichung geschieht. Lassen Sie mich auf der anderen Seite sagen, dass gerade der übertriebene Hegelianismus, also das, wie soll man sagen, das idealistisch Extreme dieses Buchs, dann zu der höchst sonderbaren Konstruktion der kommunistischen Partei geführt hat, die darin, wie er in vielen späteren Schriften von Lukács auch gewissermaßen mit dem Weltgeist identifiziert wird, mit all den funesten Folgen, die Sie von der Politik aus kennen. 1968 schließlich kommt Adorno in einem Seminar an der Frankfurter Universität wiederum auf Geschichte und Klassenbewusstsein zu sprechen. Er führt dort aus, dass Lukács, Zitat,
zwar einerseits glaubte, die Revolution stünde 1922, 23 vor der Tür, auf der anderen Seite aber hat Lukas die Problematik von Wesen und Schein, von objektiver Klassenlage und subjektivem Klassenbewusstsein nicht recht durchschaut. Der Vorwurf des Idealismus bezieht sich vor allem darauf, dass Lukas von Hegel herkommend offensichtlich geglaubt hat, der hegelische Weltgeist sei ins Proletariat gefahren. Das Proletariat, weil es objektiv dran ist, ist dadurch ohne weiteres zugleich auch der Träger der Geschichte und der Revolution. Diese Idealisierung mitzumachen, ist Adorno ebenso wenig bereit, wie auf den Klassenbegriff deshalb etwa zu verzichten. Denn Adorno abschließend, weder sollte das Proletariat im Sinne einer schlichten Identifizierung von subjektiver und objektiver Situation fetischisiert werden, noch sollte die Kategorie der Klasse einfach aufgegeben werden. Das war's. Eu escutei um pouquinho da tradução, eu escutei um pouco do original. Ich habe ein bisschen das Originale gehört und das Portugiesische gehört. Und ich kann sagen, dass du eine hervorragende Dolmetscherin bist. Du hast, ich glaube, dass wir haben das verstanden. Ich hatte mich nämlich entschuldigt, dass es sehr schnell war und ich hoffe, dass das drüber gekommen ist. Habib sagt, es war sehr gut und es war zu verstehen. Ich danke nochmal Claudia für das Dolmetschen. Und ich glaube, dass Esther, wenn Esther schon eine Frage aufwerfen will oder stellen will, eine Kritik, einen Kommentar. Esther, du hast das Wort, wenn du was dazu sagen willst. Es war sehr gut, Dirk zu hören. Ich hoffe, dass wir Zugang haben zu deiner Dissertation, wo du dieses Thema bearbeitet hast. Ich glaube, du hast einen der Kapitel bearbeitet, die am kompliziertesten und am polemischsten sind, nämlich diese Beziehung Adorno-Lukács, die Rolle, die das Buch Geschichte und Klassenbewusstsein hatte und noch hat. Und das war interessant, dieses Thema aufzubringen, dass du das gebracht hast. Das ist eine gute Gelegenheit, zu versuchen, wenigstens aus meiner Perspektive, einige Sachen zu erklären. Erstens, sehr interessant, ich bin einverstanden, dass die Frankfurter Schule als eine Konstruktion, als ein Konstrukt vorgestellt ist, ein konzeptuelles Konstrukt dargestellt hat. Das ist korrekt. Ich bin einverstanden mit dieser Einstellung. Und tatsächlich ist Geschichte und Klassenbewusstsein hat das beeinflusst. Adorno und Horkheimer beeinflusst und beeinflusst noch viele Leute. Und für viele Forscher ist der wirkliche Lukács, der Lukács, bis Geschichte und Klassenbewusstsein. Und dann hat er sich in einen Stalinisten verwandelt. Wenn man das sehr synthetisiert, denn ich hatte auch nicht die Zeit in Anspruch nehmen. Ich habe schon gesagt, was ich sagen wollte. Und es ist interessant, diese Frage des Fetischismus, der wahren Fetischismus. Das ist ein Problem, das Lukács erörtert in Geschichte und Klassenbewusstsein, das noch anhält. Das ist eine wichtige Identifizierung, die er dort macht in diesem Buch. Selbst mit allen Restriktionen, Einwänden gemacht werden können in Bezug auf diese Bestimmtheit, die er dort macht, diese Reifizierung, Fetischismus, wahren Fetischismus, was du ja gesagt hast in deinem Vortrag. Aber es wäre interessant, dir daran zu erinnern, dass hier an erster Stelle Adorno zum Beispiel, er hat die Ästhetik nicht gelesen. Er hat 1963 veröffentlicht. Und er hat auch die
Ontologie auch noch gelesen, leider. Aber es gibt ein Kapitel in der Ästhetik, die Probleme der Mimesis und die defetischisierende Funktion der Kunst. Ich weiß nicht, kennst du diesen Text? Lukács nimmt den Begriff der Fetischisierung wieder auf eine sehr ähnliche Art und Weise, wie er es schon in Geschichte und Klassenbewusstsein macht. Kennst du diesen Text der Ästhetik? Das ist diese Identifizierung. Denn das überrascht mich, die Art, wie Lukács das wieder aufgenommen hat, auch im hohen Alter, in seiner Ästhetik. Auch in der Frage Eigenartigkeit der Ästhetik. Es scheint mir, dass im Gegensatz zu dem, was viele sagen, dass viele interpretieren das, ich generalisiere, okay, die Frage von jungen Lukács und dem wirklich marxistischen Lukács nach den 30er Jahren, wie jemand, der dieselben Fragen untersucht hat und der vor dieser Wende von 1930 Konversion hat auch einen religiösen, vor den 30er Jahren hätte er bestimmte Fragen aufgeworfen und bestimmte Antworten gefunden hat. Und nach diese Fragen sind wach geblieben, die er dann andere Antworten gegeben hat auf dieselben Fragen, sagen wir so, in Bezug auf die parteiische Realität. Er hat auch natürlich dass der dem Stalinismus unterworfen und der Partei unterworfen. An erster Stelle glaube ich nicht, dass es ganz so passiert. Es sind nicht dieselben Fragen, die aufgeworfen sind in den zwei Phasen. Er hat immer bestimmte Probleme weiterhin untersucht, aber die Form, in der die Fragen elaboriert hat, waren auch unterschiedlich. Es sind nicht dieselben Fragen vor 1930 und nach 1930, die er dann nach 1930 beantwortet hat. Und auch in dem Kontext des Stalinismus und der Partei. Und ich möchte ein bisschen, dass du das kommentierst, wenn du diesen Text kennst, der in der Ästhetik, also diese Wiederaufnahme des Fetischismus in dem Text über die Ästhetik, von 63, und daran erinnern, nur damit ich nicht viel Zeit in Anspruch nehme, dass Adorno leider nicht kennengelernt hat, die Tatsache bewusst hat, dass Lukács sich verteidigt hat von den Anklagen, gegenüber den Anklagen und de Boning, er hat sich verteidigt, als er angegriffen wurde in Geschichte und Klassenbewusstsein. Er hat die Kritik nicht angenommen. Er hat ein Buch geschrieben, ein Verteidigungsbuch bezüglich Geschichte und Klassenbewusstsein. Portugiesisch ist er übersetzt worden. Das ist ein Text von 1955, 1925, 26, Entschuldigung, der gefunden wurde, 1996 gefunden wurde, also 70 Jahre nach der Veröffentlichung, in einem russischen Zentrum für Erhaltung von Dokumenten, ist 1996 veröffentlicht auf Deutsch und auf Ungarisch. Es ist ein Text, wo er sehr stark die Kritik zurückschlägt, die ihm gemacht wurde in Bezug auf Geschichte und Klassenbewusstsein. Boi Tempo hat das publiziert hier 2014. Der Verlag Boi Tempo in São Paulo hat Boi Tempo veröffentlicht die Werke von Marx und Lukács. Das ist sehr hervorzuheben. Und dadurch habe ich Zugang im Portugiesischen zu diesen Texten. Eine zweite Frage. Tertullian hat eine Frage. Lukács, Adorno, Polemiken und Missverständnisse.
Er war er war ein Gentleman. Also er war sehr gut erzogen. Also, und er hat bestimmte Fragen sehr schön formuliert. Dieser Text wurde auch veröffentlicht im Portugiesischen. Margem Esquerda, das ist ein Verlag, der heißt Linkes Ufer. Ich habe diesen Text dort auf Portugiesisch gelesen und tatsächlich, gerade bei den Briefen, die Adorno an verschiedene Leute schickt, Krakauer und so weiter, wie du gesagt hast, manchmal ist er sehr, sehr aggressiv gegen Lukács. Aber das sind zwei Figuren, sagen wir mal, da würde ich gerne deine Gedanken haben. Zwei Figuren, die verschiedene Situationen erlebt haben und verschieden darauf reagiert haben. Lukács, vielleicht das große Problem von Lukács, ich verteidige Lukács sehr emphatisch. Er hat viele Probleme, das weiß ich. Aber das Problem von Lukács war, dass er entschieden hat, in Osteuropa zu bleiben. Er ist nicht in den Westen gezogen, wie viele andere, wie Marcuse, Adorno und andere. Also, seine Alternative war, dort zu bleiben. Er war er ist ein Mann seines Alters, seines Zeitalters, der geprägt von einer bestimmten Laufbahn. Und in diesem Sinne denke ich, dass diese Alternative von Lukács viele Missverständnisse generiert hat in Bezug auf seine Haltungen und seine Entscheidungen im Leben. Ich bin hier sehr diplomatisch. Also, da, auch zum Beispiel in Texten, in gelegentlichen Texten, Gelegenheitstexten, mit seinen Stellungnahmen und so weiter, in Bezug auf bestimmte Geschehnisse. Aber die Tatsache ist, dass er selber Folgen erlitten hat, 1956, der russischen Intervention. Er selber wurde verstummt, wurde unterdrückt, als er in Moskau war, während des Zweiten Weltkriegs. Er hat Zuflucht in Moskau gesucht, während des Zweiten Weltkrieges, als der Nationalsozialismus in Deutschland aufkam. Und später, in einem posthumen Werk, bei den Interviews, die er in den letzten Lebensjahren gegeben hat, kritisiert er ganz stark den Stalinismus. Das Problem ist nicht Stalin. Das Problem ist der Stalinismus. Sind die Stalinisten. Es reduziert sich nicht auf die Figur von Stalin, sondern auf den Stalinismus und die Stalinisten. Ich möchte auch ein bisschen hören darüber, du weißt es. Es ist Artikel von 58. Und es ist ein Artikel von Adorno von 58, denn das ist ein komplizierter Text meines Erachtens und ungerechter Text von 58. Unabhängig von den Problemen, die Lukács erlebt hat, seine Stellungnahmen und so weiter. Ich finde das einen ungerechten Punkt. Weil die Kritik von Adorno im Allgemeinen das Überrumpeln, was Lukács über Nietzsche zum Beispiel gesprochen hat, überrumpelt ihn einfach. Er benutzt Adjektive, die nicht sehr positiv sind in Bezug auf Nietzsche, aber analysiert das Werk Nietzsches von innen. Er zeigt, wie bestimmte
Konzept von Nietzsche. Eventuell, er hat nicht gesagt, dass Nietzsche ein Nazi ist. Wie inwieweit die Begriffe von Nietzsche eventuell beigetragen haben können zu der nazifaschistischen Ideologie beigetragen haben könnten. Er sagt nicht, dass das so ist. Und im letzten Kapitel untersucht er das. Aber ich hätte noch mehrere Fragen weiter, aber ich bleibe hier bei diesen Punkten. Und ich herzlichen Dank für diese Gelegenheit, Dirk, diese Themen aufzuwerfen in diesem Text, damit wir debattieren hier. Damit man das ist ja das Ziel hier, dass wir das besprechen. Vielen Dank. Dirk Braunstein hat das Wort, bitte. Ich antworte gleich, gell? Ja. Also so gut ich kann, es war ein Fragenkatalog. Ich gehe das der Reihe nach durch, wie ich mir das notiert habe. Der erste Punkt war, wenn ich mich recht entsinne, die Frage des wahren Fetischismus und was es damit auf sich hat. Ja, ich antworte jetzt gar nicht so als Adorno-Lukasch-Experte, sondern ich antworte aus meiner eigenen Warte. Also, wie ich das hier in Deutschland mitbekommen habe, also als ich mich mit Marx angefangen habe zu beschäftigen, dann der Begriff des wahren Fetischismus oder die Kritik des wahren Fetischismus, das hatte sowas, mir kam das schon fast magisch vor, also irgendwie sowas ganz ominöses, luminos, wie auch immer. Und es war immer so etwas wie die positive Ansatzstelle im Marxischen Kapital. Also alles ist von Kritik durchdrungen, ja. Und es läuft jedenfalls in den ersten drei Kapiteln, die man ja bis dato nur gelesen hatte, auf den Warenfetischismus hinaus als alles verkehrende Kernideologie unterm Kapital, der man sich im Grunde gar nicht entziehen kann. Und würde man diesen Ansatzpunkt, würde man da den Hebel ansetzen können und sagen, das müssen wir irgendwie ändern oder anders erkennen oder nicht mehr jedenfalls diesem Fetischismus unterliegen, dann käme so etwas wie, und so ähnlich ist es ja bei Lukasch in Geschichte und Klassenbewusstsein auch, dann hätte man sowas wie die, ja, so eine Art Unmittelbarkeit hätte man dann. Man könnte die Dinge oder jedenfalls die Gesellschaft, wenn man die materialistisch als Ding fasst, könnte man ergreifen, erkennend ergreifen. Mir war nie richtig klar, ob das eine Art erkenntnistheoretisches Konstrukt sein sollte oder eine Art ja, so praxisphilosophisch im Grunde, also dass man sagt, irgendwie, na, wir können da wirklich was machen oder vielleicht ein soziologisches Konzept. Ich weiß nur, also um da was in Bezug auf Adorno zu sagen, für Adorno spielte das in seiner zweiten Phase, wie ich sie jetzt mal nenne, nämlich also während des Exils überhaupt keine Rolle mehr. Vorher hat er sich ganz stark, er hat hauptsächlich musikphilosophische Arbeiten geschrieben, bis zur unsäglichen Jazzarbeit, von der kann man ja halten, was man will. Aber da hat er versucht, sozusagen den ökonomischen Nexus oder den Nexus zwischen Ökonomie einerseits und Philosophie andererseits. Und zur Philosophie gehört auch Erkenntnistheorie, Ästhetik bei Adorno zu dem Zeitpunkt ganz stark, den über den wahren Fetisch zu machen. Da sind Texte entstanden, die sind weder ökonomietheoretisch noch marxistisch haltbar. Aber das war damals das Konzept bei Adorno. Und weil ich mich da ziemlich viel mit beschäftigt habe, ich weiß, dass da gibt es einen Text über das zu wahre werden des musikalischen Hörens oder irgendwie sowas heißt der. Den ist Friedrich Pollock, der Ökonom des Instituts für Sozialforschung, damals drüber gegangen.
Und meinte sowas wie Adorno oder Teddy oder ich weiß nicht, wie er ihn genannt hat, es geht einfach so nicht. Und es ging auch wirklich nicht. Und zu einer richtigen marxistischen Rezeption, das übrigens kam es bei Adorno erst 1935, das ist sehr gut belegt. Da hat er sich zum ersten Mal überhaupt das Kapital vorgenommen. Vorher waren seine ganzen marxistischen Ideen waren eigentlich Lukács-Ideen. Also Adorno war bis dahin kein Marxist, sondern Lukácsianer. Also davon kann man felsenfest ausgehen. Ja, der hat einfach versucht, ja, das Verdinglichungskapitel aus Geschichte und Klassenbewusstsein weiter philosophisch weiterzutreiben, ohne die Kenntnis, die Lukács natürlich hatte, von Marx, auf die er sich dann überhaupt erst bezogen hat. Ich meine, das ist das, was ich das Großartige an Lukács finde, ist, dass er als erster versucht hat, marxische Theorie, also nicht Marxismus, sondern marxische Theorie, abgeleitet vom Werk von Karl Marx, philosophisch überhaupt brauchbar zu machen. Das heißt, irgendwie wissenschaftlich überhaupt brauchbar zu machen. Da ging es dann plötzlich nicht mehr darum, sind Sie Marxist, sind Sie kein Marxist, sind Sie also Sozialist für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen des Proletariats und so weiter, sondern es ging wirklich darum zu sagen, nein, wir holen das als Erkenntnisschrift in die Wissenschaft, in dem Fall in die Philosophie rein. Das ist, glaube ich, das war die Geburtsstunde dessen, was man heute als westlichen Marxismus bezeichnet, glaube ich wirklich. Das war jetzt ein Exkurs, der hat vielleicht nicht, also furchtbar viel mit dem wahren Fetischismus zu tun gehabt, fällt mir gerade ein. Die Ästhetik. Adorno kannte die Ästhetik tatsächlich von Lukács. Also er hat gelesen zur Konkretisierung der Besonderheit als Kategorie der Ästhetik, der Text von 1956 von Lukács, der in der Deutschen Zeitschrift für Philosophie erschienen ist. Hat er nicht nur gelesen, sondern das ist in seiner Nachlassbibliothek. Und bitte. É, não, é, é, de fato existe. Es gibt, was übersetzt wurde im Portugiesischen als Einführung in marxistische Ästhetik, also wurde 56 veröffentlicht, wo er die Frage diskutiert, der Kategorie der Eigenartigkeit der Philosophie. Also, er hat mit Lenin gearbeitet. Ne? Ich beziehe mich auf die große Ästhetik, die 63 veröffentlicht wurde. Er hat Adorno wirklich nicht gelesen. Okay. Ja, ich weiß. Ich wollte den Spannungsbogen nur aufbauen. Also diesen Aufsatz hat Adorno gelesen und auch reichhaltig kommentiert und so weiter, also in seinem eigenen Handexemplar. Und doch, er hat zwei Bände Ästhetik, die Eigenart des Ästhetischen, hat er besessen und gelesen. Das lässt sich nachvollziehen. Also ich behaupte nicht, dass er, hätte Adorno wohl auch nicht behauptet, dass er theoretisch viel bei rumgekommen ist für ihn, aber doch. Er hat es gelesen. Ich habe, falls das von Interesse ist, ich will nicht gerne Eigenwerbung machen, aber ich habe mit einem Freund zusammen, Simon Dukheim, habe ich einen Aufsatz geschrieben, das könnte man ein Buch, hätte man ein Buch draus machen können, von über 50 Seiten. Und wir haben wirklich alles darin untersucht, in allen Archiven, die uns zugänglich waren, die in Frage kamen, was wusste Adorno von Lukács, was hat er in welchem Brief irgendwo gesagt. Da haben wir wirklich, also. Ja, und da haben wir auch eine Literaturangabe. Was lässt sich eindeutig sagen? Was hat er gelesen? Wo findet man welche Spuren? In welchem Buch hat er was notiert und so weiter? Ja, deshalb weiß ich das nur. Das ist ein bisschen klugscheißerisch, was ich jetzt sage. Aber deshalb, weil ich das alles schon mal gemacht habe, komme ich hier plötzlich blitzblank aus der Angelegenheit raus. Aber es ist natürlich klar. Seria muito interessante para nós termos Es wäre sehr interessant, Zugang zu diesem Text zu haben. Zu diesem Text. Es ist sehr wichtig für uns. Könnten wir Zugang haben dazu? Ich habe das hier liegen, weil ich selbst gerade nachgucken musste, wie hieß nochmal dieser kleine Text von Lukács. Deshalb kann ich das als Werbejingle quasi in die Kamera halten. Natürlich nicht, leider auf Portugiesisch, aber ja.
Aber es ist veröffentlicht und ja, vielleicht, ja, es ist halt nicht auf Vielleicht Portugiesisch, das ist ein Problem. können wir da so besetzen. Ja, also meinetwegen, ja. Ich stehe dem Gewiss nicht im Wege. Ja. Aber was ich noch sagen wollte, natürlich, also Adorno konnte mit dieser, nein, konnte mit Lukas Ästhetik generell nicht viel anfangen. Ja. Also das war einfach zu undialektisch, würde er wahrscheinlich gesagt haben. Und an einer Stelle meinte er, das sei alles so heidelbergisch verbrämt. Ja, ich sag's nur. Die aggressiven Briefe. Richtig. Ja. Das ist es gibt hier in Deutschland die Lukács-Jahrbücher. Wie der Name schon sagt, einmal pro Jahr bestenfalls erscheinen genau diese Lukács-Jahrbücher. Und ich glaube, über zwei oder drei dieser Jahrbücher gab es so den Schwerpunkt, wie hieß denn das nochmal? Ein akademisches Trauerspiel, genau. So hieß das, nämlich über das Verhältnis von Adorno und Lukács. In dem Zuge ist, glaube ich, auch der kurze Aufsatz von Tertullian abgedruckt worden, wenn mich nicht alles täuscht. Also ich kenne den und ja. Sim. Ja. Eu vi a publicação Ich do habe die Lukács. Publikation gesehen, Ja. von der Lukács-Gesellschaft, ne? Genau, ja, Genau. genau, ganz genau. 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 Und was wollte ich damit eigentlich sagen? Es ging um die aggressiven Briefe. Ja. Was mir nur, es stimmt, die Briefe sind teilweise sehr aggressiv gehalten. Genau, worauf ich hinaus wollte, ist, das Schade ist, dass dieser Streit, dass ja nur sehr indirekt, wenn überhaupt indirekt, ausgetragen wurde. Also ich bin großer Freund davon, wenn man schon divergiert und wenn man uneins ist, dann soll man das auch austragen. Dann müssen die Sachen mal auf den Tisch und also wir sitzen ja nicht bewaffnet gegenüber, sondern da muss man sich auch streiten. Und dass es dazu nicht gekommen ist, das ist wirklich das große Schade dieses Abschnitts der Philosophiegeschichte. Das glaube ich wirklich. Vielleicht wäre es auch uneinträglich gewesen, das weiß ich nicht, aber ja. Andererseits, wo wir noch gerade bei den Briefen waren, also ich kenne beispielsweise die Briefe, die Lukács an Frank Benseler, seinen deutschen Verleger von Luchterhand, geschrieben hat. Und was er da über Adorno schreibt, es geht auch ganz schön unter die Gürtellinie. Die haben sich da beide, glaube ich, nicht allzu viel genommen. Also es geht wirklich unter die Gürtellinie. Das ist schon unschön. Der Text von 58, Erpresste Versöhnung, das war eigentlich geplant als Rezension von der Zerstörung der Vernunft. Und hat sich dann unter der Hand ausgewachsen zu einer Polemik. Und ja, ich weiß nicht genau, was ich dazu sagen soll. Das ist eine Polemik, sie ist sehr scharf. Und ich glaube, aus dieser Polemik herauslesen zu können, dass Adorno sich sehr gerne was anderes und vielleicht aus seiner Perspektive mehr von Lukács gewünscht hätte, als mit diesem Buch. Ich glaube, er war enttäuscht, dass er da irgendwie so eine Art, einerseits den Lehrer verloren hat, andererseits so einen Mitstreiter für eine Gesellschaftskritik, wie er sie sich vorgestellt hat. Ich glaube, Adorno war schwer enttäuscht von Lukács und hat sich da vielleicht ein bisschen allein gelassen gefühlt. Ich glaube, auf diese Weise, das ist jetzt sehr psychologisch, was ich sage, aber auf diese Weise erklärt sich die Polemik. Die Polemik, meinethalben gegen Heidegger, ja, erklärt sich auf eine ganz andere Weise. Heidegger war ein einflussreicher Philosoph in Deutschland in der Nachkriegszeit und Adorno
wollte auch politisch einfach gegen vorgehen, gegen dieses Eigentlichkeitsjargon-Geschwafel. Das ist klar. Bei Lukas ist es, glaube ich, mehr so, ja, ich meine, diese Polemik ist zu einem Zeitpunkt entstanden, wo Lukas in Deutschland gar nicht so furchtbar bekannt war. Ja, das wissen die wenigsten. Also, nicht wissen die wenigsten, aber das muss man sich klar machen. Das meine ich damit. Bekannt wurde er im Zuge der Studentenbewegung natürlich. So ab Mitte der 60er bis 68 war Lukas hoch gehandelt und Adorno galt mehr so als Buhmann, als bedächtig, als spießig und so weiter. Ja, aber zu dem Zeitpunkt war Lukas gar kein besonders einflussreicher Philosoph in Westdeutschland. Und ja, deshalb so erkläre ich mir, dass Adorno sich den trotzdem vorgenommen hat und auf diese Weise zugerichtet hat. Ja. Eu acho que a gente tem que caminhar para o final. Wir müssen uns langsam dem Ende zuwenden, wegen der Zeit. Wir haben noch 10 Minuten bis zum Schluss. Ich weiß nicht, ob jemand der Teilnehmer eine Frage stellen will, etwas kommentieren, etwas sagen, eine Danksagung aussprechen, wer sich melden will, zu Wort. Ich möchte mich melden. Glaube ich. Möchten eine Frage an Dirk stellen, dass er ein bisschen erklärt, diese Frage. Deines Erachtens, Dirk, warum hat Lukas der Ontologie, ist mein Eindruck, erscheint weniger untersucht in Deutschland als der Lukas der Geschichte und Klassenbewusstsein? Ist das wirklich falsch? Ist das richtig? Ich lebe in Nürnberg. Und was ich hier so sehe an den Publikationen über Lukas, es ist schwierig, was zu finden, Text über die Ontologie. Die Ontologie selber ist, glaube ich, in keiner Neuausgabe zu finden, oder? Liege ich da falsch? Was ist deines Erachtens, wie kannst du das erklären? Der Lukas, warum gibt es mehr Veröffentlichungen zur Geschichte und Klassenbewusstsein? Bewusstsein und weniger der Ontologie. Wie kannst du das erklären? Danke für die Frage. Ich erkläre das, glaube ich, damit, dass die Ontologie einfach wirkungsgeschichtlich wirkungsloser war, bedeutend wirkungsloser war. Zum einen. Zum anderen hatte Ontologie als philosophische Disziplin in Deutschland nach Heidegger nie einen guten Stand, war auch nie besonders attraktiv. Man erkennt, glaube ich, wenn man nicht gerade Spezialist ist, den Zusammenhang, den Frau Professor Weismann ja gerade versucht hat zu erklären, zwischen der Ontologie und dem Marxismus gar nicht so ohne weiteres. Was, glaube ich, den Zugriff von links, wenn man so will, ich meine, Lukas wird nun mal von links in der Hauptsache gelesen, unwahrscheinlich erschwert. Das sind so von oben herab so meine Vermutungen. Abgesehen davon ist es wirklich ein schwieriges und sperriges Werk, ein umfassendes, sperriges Werk, ein voraussetzungsvolles Werk. Ich meine, er setzt sich dann mit Hartmann auseinander. Wer kennt denn noch Hartmann beispielsweise? Und das ist jetzt nicht gerade jemand, wo man sagen würde, Mensch, den lese ich aber besonders gerne. Also es ist schon sehr spröde, die Literatur, würde man sagen. Und doch, es gibt, naja, es gibt die Werkausgabe natürlich von Heidegger, wollte ich fast sagen, von Lukas. Und es gibt eine Neuauflage, ich glaube nicht der gesamten Ontologie, aber es gibt bei Suhrkamp, veranstaltet von Axel Honneth und von Rüdiger Dannemann, dem großen deutschen Lukas-Forscher, eine Neuausgabe über Marxismus, ich glaube, die heißt auch so, Marxismus, Ästhetik, Ontologie. Und ich glaube, in der Fachdiskussion ist die Ontologie von Lukas durchaus noch
gegenwärtig. Aber es wäre halt keine marxistische Fachdiskussion, sondern also nichts von links, politisch links unbedingt, sondern eine ganz oder politisch, weiß ich nicht, divergente philosophische Diskussion, die man da suchen müsste. Vielen Dank. Vielen Dank. Der muss. Wir haben 5 Minuten für die Schlussbemerkungen. Also ja, 5 Minuten für die Schlusskommentare. Wenn Dirk und Esther was sagen wollen, herzlichen Dank. Im Namen der Gruppe. Es ist eine Gruppe, die sich gerade gebildet hat, eine Gruppe, die nicht die Absicht hat, die Philosophie einzuschränken, sondern wir wollen die Artikulierung der Debatten, wir wollen das ausprobieren in Bezug auf Marx, die Forschungen, die in Deutschland und in Brasilien geschehen. Das ist unsere Absicht, eine Gruppe, die Arbeitsgruppen organisieren will und zusammenführen will. Das bleibt die Einladung auch für die Interessenten, diejenigen, die Forschungen diesbezüglich haben und die Interesse an der deutschen Forschung haben, und diejenigen, die Interesse daran haben, in Deutschland Brasilien aufzusuchen, uns aufzusuchen, damit wir diese Arbeit entwickeln können. Denn dieses Seminar hat uns klar gezeigt, wie sich die Forschungen ergänzen, die deutsche und die brasilianische. Und es ist gut, dass es beidseitig etwas ergänzt, sowohl für die deutsche als für die brasilianische Forschung. Ich gebe Esther das Wort, die um das Wort gebeten hat, und dann Dirk, wenn Dirk etwas abschließend sagen will, und dann schließen wir definitiv. Okay, also Esther hat das Wort. Habib, herzlichen Dank. Ich möchte nochmal für die Einladung mich bedanken. Ich habe nicht alle Vorträge hören können an den anderen Tagen. Aber zum Teil konnte ich da teilnehmen. Ich war interessiert an Althusser. Das hat mir sehr gefallen, die Auswahl der Autoren, die ihr ausgewählt habt. Ne? Das war sehr interessant, sehr gut. Ich möchte mich bedanken noch einmal bei Dirk Braunstein, da er sehr elegant geantwortet hat auf meine Fragen. Ich möchte mich nur an etwas erinnern, auf Nicolas Bertolian vor einer Polemik mit wen? Franz Hals-Roth, ähnlich. Wir hatten eine Polemik, die sehr intensiv war, in folgendem Sinne. Ich erinnerte mich daran, aufgrund dessen, was Dirk gerade gesagt hat, gerade kommentiert hat, in Bezug auf Werle Lukács schließt, ist tatsächlich links, sind linke Parteien. Und der Tolian sagt, mein Interesse ist, Lukács zu forschen und ihm aus dem ideologischen Ghetto zu erfahren. Ich glaube, meinerseits und seitens der Leute, die mit mir arbeiten, ist das auch unsere Absicht. Während er in dem Ghetto bleibt, ist es sehr kompliziert, zweifelsohne. Danke noch einmal für die Einladung und für die Sympathie allerseits, mit der wir behandelt worden sind. Mit der Freundlichkeit. Ich will, es liegt mir nicht besonders, das Abschlusswort zu sprechen, muss ich gestehen. Ich möchte mich wirklich bedanken bei allen, die das ermöglicht haben. Ich fand das eine super Organisation. Ich würde mich wirklich sehr freuen, weiter von euch, von Ihnen zu hören, da irgendwie ein Teil zu sein. Also mir liegt wirklich viel daran und ich finde das wirklich ganz toll. Bezeichnend übrigens, dass das von Brasilien ausgehen musste. Das Ganze, ob es das musste, weiß ich nicht, aber dass es von Brasilien ausging und nicht, was ich mir gewünscht hätte, auch mal von Frankfurt aus oder, ja, doch, also, und mit Frankfurt meine ich ehrlich gesagt das Institut, aber gut. Herzlichen Dank, wirklich herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch an Frau Dornbusch für die,
habe das gerade schon privat gesagt, ich finde das hochrespektabel, synchron Dolmetschen, das finde ich ganz fantastisch. Und was uns das ermöglicht hat, mir jedenfalls, ich bedanke mich da sehr. Ich bin wirklich dankbar und ich freue mich. Ich agradeço a todos. Dirk. Ich bedanke mich bei allen. Dirk, vielleicht können wir nicht etwas organisieren. Demnächst vom Institut, vom EFS, vielleicht mit der Escola Paulista in São Paulo. Das ist eine Möglichkeit, eine interessante Möglichkeit. Ich danke mich für die Anwesenheit von allen. Und wir schließen hier unsere Session. Wer Interesse hat, an der Gruppe teilzunehmen, wir haben unsere Website de-brücke. Hier in den Kommentaren haben wir einen Link hingeschrieben. Und fühlen Sie sich zu Hause. Danke für die Anwesenheit von allen und eine große Umarmung allerseits. Tschüss.